Willkommen zurück beim Minecraft Explorer und wir werden einfach mal hier kurz hochgehen wieder. Zurück zu mir nach Hause. Da hinten, da ist Licht. Und ich hoffe, dass wir nicht schon wieder mit Creeper in Berührung kommen. War eine ganze Zeit, ganz schön viele unterwegs. Das ist super krass gewesen. Ich auch mal weggesprungen bin, wenn mir sonst zu viel reingehauen hätten. Stehen sie einen direkt neben einen. Das ist schon ein bisschen krank. So. Ach doch, wir haben ja Eisen. Zwei Kohle rein. Und dann würde ich sagen, was wir noch bräuchten wäre... Wir haben hier Kekse. Genau, können wir nochmal nach den Keksen schauen. Denn wir haben wieder mehr als genug Schokobeans zur Verfügung. So, dann sollten wir bald keine Probleme mit Lebensmitteln haben. Ich bin eigentlich normalerweise der Melonenesser hier. Aber Kekse ist anscheinend auch ziemlich praktisch. Weizen hier. So kann zum Glück auch nichts daneben fallen und runterfallen. Ist aber so nervig, dieses Runterfallen. Jetzt, wo hier frische neue Morgensonne ist. So, Redstone. Ich würde diese Redstone sogar ein bisschen wegpacken. Ganz ehrlich, ich brauche das momentan gar nicht. Ist vielleicht nächstes Mal besser, aber momentan brauche ich kein Redstone. So. Schwarzpulver haben wir auch mit rein. Okay. Und, achso, ich wollte mal nach den Eisen gucken. Na, noch eine. Ja, das reicht aus erstmal. Jetzt haben wir 9 schon. Ach stimmt, ja, da hatten wir noch ein paar übrig gehabt. Und eine Platte. So, für Stiefel bräuchten wir noch 2. Für die Hosen bräuchten wir insgesamt 7, wa? Ja, 7. Allerdings, wir haben nur 3 noch. Schade. Ein bisschen XP noch abgefarmt. Soll es auch anders sein. Komisches Spiel. Und wo wir noch gar nicht lang gegangen sind, sind die Richtung. Also die würde ich auch noch gerne mal ein bisschen erkunden. Bevor wir dann weiterlaufen. Oder bevor wir dann... Das soll Sinn und Zweck dieser heutigen Aufnahme sein. Und in der Zwischenzeit kann ich euch auch ein bisschen erzählen hier. Da haben wir übrigens Schweine. Herrlich. Hier. 1, 2, 3 Schweine. Aber jetzt brauche ich euch nicht. Jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich Kekse. Kekse sind cooler als Schweine. Vor allem gibt ihr nur noch Nahrung. So, ja, was wollt ihr erzählen? Was ist denn das für ein Biom? Das sieht so grau aus. Ist ja auch funny hier. Ich bin schon gespannt, wenn die Leute hier im Multiplayer dann endlich reinkommen. Und wenn wir das dann sehen werden. Ja, wie erwähnt letztes Mal, da soll hier auch Minecraft dazu sein, dass ich hier auch ein bisschen so nebenbei von erzählen kann von meinem Alltag. Wie man es erkennt, und hier will ich mal kurz gucken. Wir haben keine Fackeln, falls wir die brauchen. Das ist nur ein Durchgang, okay. Ah. Es sei denn, es ist ein Durchgang, der noch tiefer geht. Wo ich keine Möglichkeit habe, rauszukommen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird auch alles erschlossen hier. Das ist schon cool. Ja, ich weiß noch, wo wir damals hier die. In der alten Welt auf dieses neue Gebiet kam und ich mich auch erstmal verlaufen habe oder auch an sich bei meiner alten Welt ganz am Anfang mich verlaufen habe. Und dann zum Schluss war das so bebaut und das war alles dann, fand ich dann so nah nebeneinander, dass das dann eigentlich gar kein Problem mehr war. Okay. Welt, kannst du ruhig nachspawnen. Hier drüben, da drüben wohnen wir ungefähr in der Richtung. Noch mehr Kürbisse. Also Kürbisse haben wir jetzt mehr als genug. Hier ist eine Welt, die nicht nachspawnen will. Da ist mir, glaube ich, sogar ein bisschen Lava durch hier. Oha. Ich weiß nicht, ob man das als Hills bezeichnen kann. Wir sind gerade an einem... Extreme Hills. Doch, das sind Hills. Also hier müsste es rein theoretisch Emeralds geben. Was ist denn das da? Ein Dorf! Cool! Gucken, was die wollen.
Vielleicht haben wir was zur Verfügung. Sieht es aus? Ist das auch eine Bibliothek, das Gebäude da? Müssen wir mal schauen. Bibliothek können nämlich verzauberte Bücher verkaufen. Vielleicht wollen die ja Schafe haben. Weizen. Okay, der bietet ein Eisenschwert für 9 Emeralds. Das ist viel zu wenig. Ja, viel zu wenig, was der mir anbietet dafür. Hier war doch auch einer. Lass mich mal durch. Was habt ihr hier drinne? Ja, klar. 2 Eisen-Chestplates. Das ist, glaube ich, ein Schmied hier, wie es aussieht. Das ist ein Wachturm oder was? Okay. Was soll ich jetzt mit 2 weiteren Eisen-Chestplates? Mein Gott. Könnt ihr einen verzaubern? Mit dem Buch. Und dich hatten wir gehabt, genau. Du bist der Schmied des Hauses. Und hier haben wir... Was bist du? Du bietest ein Enderauge an für 10 Emeralds. Das ist auch nicht schlecht. Das ist, ihr seid schon ein paar komische Typen. Was haben wir hier? Ganz viele... Da ist auch ein Kühe. Sind auch hier. Okay. Da hinten haben wir nur... Sumpf-ähnliches Gebiet. Könnt ihr mal gucken. Doch, wir gehen mal einfach da lang. Das wäre ja mal so interessant zu wissen, jetzt wo wir noch Behausung haben und das alles, wie denn unser näheres Umfeld ist. Oder das ist Dschungel. Das kann es auch sein. Ich dachte schon gerade, das wäre so ein, wie gesagt, Sumpfgebiet. Da könnte man gucken, ob man ein Hexenhaus findet, allerdings es ist Dschungel. 2 Chestplate nochmal zu bekommen, das ist jetzt auch ein bisschen krass übertrieben. Also hier sieht erstmal nach nichts Wichtigem aus. Ich dachte, das ist hier auch nur normales Wasser. Das könnte aber Sumpf sein, oder? Das könnte Sumpf sein. Lass uns nochmal kurz in den Sumpf gehen. Ich dachte, die Möglichkeit bestehe ja, dass wir dann vielleicht wirklich ein Hexenhaus sehen. Ich hätte mal eine richtig geile Map gehabt. Ich habe die aber zufällig spawnen lassen, also wusste ich den Schrank nicht mehr. Da bin ich wirklich gleich am Anfang in eine Wüste gekommen, mit einer Pyramide und bin weitergelaufen, habe ein Dorf gefunden, ein Wüstendorf mit extrem vielen Einwohnern und kam dann auch, wo angeboten wurde, irgendwie 5 Weizen für einen Emerald. Also die haben mir einen Emerald gegeben, wenn ich dir 5 Weizen gegeben habe. Fand ich auch geil. Und dann war das noch gewesen, dass ich noch eine zweite Pyramide kurz danach gefunden habe, die auch in der Nähe der... Also da kam noch eine zweite Wüste und da war auch eine Pyramide drin. War auch ziemlich cool. Wir müssten eigentlich auch mal in den Dschungel gucken, ob wir nicht zufällig da noch einen Inka-Tempel sehen. So könnte man das ja beschreiben. So, ach. Kleine Squirrels. Nein, kein Eichhörnchen. Ich meine natürlich Oktopusse. So. Aber hier scheint Sumpfbiom ist zwar existierend, allerdings nicht wirklich jetzt so groß irgendwas vorhanden da. Auch kein Hexenhaus. Oder was ist? Was ist das? Doch, das ist ein Hexenhaus. Hey, hey. Okay. Die Hexe will ich ungern angreifen. Gibt es auch eine Möglichkeit hochzukommen? Anscheinend so einfach nicht, deswegen werden wir uns mal irgendwie... Ich habe nur noch Tropenholz. Ah, ich habe hier noch Pflastersteine. Auch interessant, wie die das bewertet haben als, oder genannt haben als Pflasterstein. So. Okay, gucken wir mal kurz hin. Hallo? Auf jeden Fall hat es einen Kessel hier. Workbench, wo aber nichts drin ist. Aber keine Hexe. Okay. Ein Pilz. Oder 2 Pilze sind drin. Sogar mit Topf hier. Ich gönn mir einfach mal den Kessel. Kann man immer gut gebrauchen. Und will mal sagen, tschüss. Und bis nimmer wiedersehen. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt hier Richtung den Dschungel laufen. Da müssten wir langsam wieder zurück nach Hause kommen. Vor allem, wenn jetzt langsam die Nacht anbricht.
sollte man schon jetzt nach Hause langsam ankommen. Also so mein Orientierungsbewusstsein. Komm schon irgendwie hoch. So. Hallo? Und es bricht die Nacht an. Na super. Das ist ja auch geil. Ab nächstes können wir durch die Nacht, könnten wir dann auch sehen, wo ich dann Feuer gemacht habe. Das kann ich ja tagsüber schlecht sehen. Könnte dadurch schneller mein Haus wiederfinden. Okay, hier ist eine Grotte oder sowas. Eieiei. Noch ziemlich dunkel. Ich guck mal, ob ich die Grafikeinstellung, die Helligkeit mache ich mal komplett hell. Damit ihr vielleicht noch was sehen könnt. Nicht, dass das YouTube-Video dann zu dunkel wird. Ihr kennt das ja alle. Scheint doch gerade Vollmond zu sein. Schweine, gut. Verdammt. Jetzt würde ich so viel sehen können jetzt. Ich kann auch genauso wenig sehen. Immer die Odyssee ist genauso toll. Odyssee. Ich hoffe nicht, dass ich mich verlaufe. Da war jetzt noch was. Gibt's nicht hier irgendwo. Ich will ganz oben sein am besten. Oh Gott, wie hoch geht's denn noch? Oh Mann, habe ich Fackeln? Nein, habe ich nicht. Ja. Ich weiß wie gesagt nicht, wie sehr ihr was sehen könnt. Ich kann ja mal kurz den Shader deaktivieren. None. Also auf jeden Fall sehe ich hier eine Menge Grünnetze. Ein Zombie höre ich. Wasser. Das ist nicht so das Wahre. Ich glaube, das ist der Dschungel neben meinem Haus. Das ist nur die Frage, wo ich genau rauskomme. Ich höre natürlich einen Zombie. Wie soll es auch anders sein? Hey, diese riesigen Bäume. Nein. Ah, verdammt. Ich sollte was essen. Ich habe kaum noch Lebensmittel. Eieieiei. Auch wenn der Shader noch so hübsch ist, in Dunkelheit, also wie gesagt, dadurch, dass es momentan noch nicht aktuell ist. Das ist eine Spinne. Das sind zwei Spinnen. Okay. Sind erledigt. Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dass wir jetzt an sowas ankommen. Habe ich auch noch einen Zombie gesehen, ich weiß, hier oben. Ah, da drüben ist das Haus, die Häuser von denen. Okay, okay, okay. Dann weiß ich ungefähr, wo ich bin. Oder ist es Neues? Ich hoffe nicht. Hey, nee, das sind hier die ganzen vielen Tiere, die ich doch aus der Entfernung gesehen habe. Oh Mann. Ja, ja. Oh. Geht in eure Häuser, die Zombies gehen rum. Nächster, du lässt dir in Ruhe. Wow. Okay. Zielstrebig auch der Richtung Tür geht. Ich glaube, du hast ein klitzekleines Problem gerade. Die haben wir schon durchforstet, oder? Die haben wir schon durchforstet. Mit deinem Haus. Das ist mich gerade ein bisschen.
Ja, sagen wir so, durchlöchert worden. So. Ich hoffe, es gefällt dir trotzdem noch. Sieht wunderschön aus. Komm schon. Wie gesagt, wir haben das gesehen, genau von hier her. Ich komme noch von direkt von dem Brunnen entgegen und da sind die Hills, genau. Die angeblichen Extreme Hills. Und weiter in die Richtung müsste dann eigentlich unsere Wohnstätte sein. Mehr so in die Richtung teilweise. Ja, ist okay, ist okay. Jetzt bekomme ich eindeutig zu viel Schaden. Greif doch den hier an, vor mir. So. Autsch. Aua. Mein Gott. Übertreib hier nicht so. Oh, jetzt kommt noch Spinnen wieder an. So. Auf jeden Fall haben wir hier Dschungelgebiet. Ich dachte, wir waren ja um Dschungelgebiet herum gewesen. Ich glaube, das war, wie gesagt, hier in der Ecke. Müssen hier nur durchlaufen. Zombies wir haben. Müsste doch irgendwo jetzt hier sein, oder? Ist das Wasser nochmal? Ist doch mehr oder weniger der Fluss, den wir hier haben. Vor unserer Haustür. Zumindest habe ich das Gefühl dazu, dass es der Fluss ist. Ich muss mal hier durchzuschwimmen und hoffen, dass ich nicht irgendwie da schon wieder komplett falsch lande. Komm mal hier hoch. Nein. Nicht ganz so. Das, was ich mir vorgestellt habe, war was anderes eher. Oh, mein Schwert ist kaputt. Dammit. Ah, verdammt. Ja, das ist die Hills hier. Muss ich selber jetzt nochmal ein Video schauen, wie ich lang gelaufen bin? Na super. Toll. Das sind die Hills, wie gesagt, hier auf dem sind wir gestiegen. Das ist ein Enderman, den will ich natürlich nicht anvisieren. Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, also, ich glaube mal nicht, dass wir so weit von der Wohnung entfernt sind oder vom Haus. Dass ich bloß die falsche Abzweigung genommen habe. Das war mein Problem. Aber die Frage ist, wie wir jetzt am besten wieder zurückkommen. Wir hatten... Ja, ja, ist okay. Ich kann noch mal kurz gucken, ob ich zufällig mal schnell an das Schwert ausrüsten kann. Obwohl das auch so gut wie kaputt ist. So, aber die Sonne... der Mond geht gleich unter. Nicht die Sonne. Und da hinten war doch das Dorf, wa? Was ist da hinten das Dorf? Yep. Ja, ist okay. Zack. Kannst du den Creeper meinetwegen in die Luft sprengen? Mich nicht. Okay. Und zwar hatten wir hier dieses Biom, wo ich mich gewundert habe, was das auf einmal ist. Und... Muss ich mal kurz überlegen. Da hinten haben wir das Gebäude, wie gesagt. Dann bin ich an einer flachen Landschaft eher so lang gegangen. Genau. Ach, das ist toll. Ah. Komm.
So, flache Landschaft und ich zwar glaube ich, dass ich hier lang gegangen bin. Und, oh, Glück gehabt. So, ich schlag dich mit Keksen. So. Bekommt keine Luft ab. So. Das ist der Zweck der ganzen Übung hier. Ich werde euch ertrinken, ihr Spinn. Ach, jetzt ist es freundlich, oder was? Ja, klar. Genau, hier kamen wir vorbei, wo ich mal kurz durchgegangen bin und geguckt habe, was es ist. Also ich muss hier wieder ordentlich essen. Okay. So, jetzt sind wir... Ich glaube, mein Fehler war, ich bin nach rechts gegangen, aber wir müssen hier nach links gehen. Oder? Nein, wir müssen hier nicht nach links. Ich bin ja hier durch irgendwie. Wir müssten das eigentlich schon sehen, wenn wir hier irgendwie hier hochkommen. Jetzt ist er hell zum Glück. Ich könnte die 33 Shader wieder aktivieren, aber wir warten nochmal kurz. So. Grunz, grunz. Na, ist das hier? Genau, und da sind wir. Voila. Sehr schön. Welch eine Reise. Gott. Das war nicht so toll. So. Zurück zum Spiel. Mann. Da habe ich mich ja schon wieder was gewagt hier. Aber wenigstens haben wir ein bisschen was gefunden. Und... Ja, mehr oder weniger die Hexe ein bisschen geärgert, indem wir ihren Kochtopf kaputt gemacht haben. Ja, aber das war's dann eigentlich auch schon für diese Folge. Wir haben ein bisschen die Gegend erkundigt, was um uns herum so alles ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euch dann noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.